Pissen gegen Nazis. Pissen gegen Nazis, Alter, herrlich. Bitte nie. Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Reaction-Video mit dem Ocke Krischan. Und was soll ich sagen? Ich habe da was gefunden, das kann ich nicht unkommentieren lassen. Ja, hier sitzt schon an der Überschrift: Hast du mal 50 Cent? So ungerecht, oder so ungerecht ist Pinkeln für Frauen. Ey, das war ohne Scheiß, Leute. Wirklich. Jedes Mal, wenn ich denke, diese ganzen schwachen Spasten da draußen haben alle Bereiche abgeklappert, bei denen sie sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen, kommen die mit irgendeinem neuen Scheiß um die Ecke. Ja? Und jetzt ist es das Pinkeln für Frauen. Pinkeln ist sexistisch und frauenverachtend und misogyn und was. Oh, leck mich am Arsch, ich habe keine Ahnung. Und ja, als ich das Video entdeckt habe, habe ich mir gedacht, komm, darauf musst du reagieren. Ja, ich würde sagen, los geht's. Oh. Ich kenne jetzt nur die ersten, weiß ich, 1-2 Minuten, vielleicht 3. Ne? Und danach erwischt mich hier auch völlig im Blindflug. Aber was ich an den ersten 2-3 Minuten schon gehört habe, Alter, das hat schon gereicht, Alter. Ehrlich. Okay, los geht's. Oh, nein, erspart mir das bitte. Mann, Alter. Im Vergleich zur Dixie-Toilette perfekt, weil es riecht nicht so doll. Das ist halt einfach eine viel angenehmere Position auch. Ich bin Charlene von Ultraviolet Stories und frag mich, wie kann Pinkeln gerechter sein? Wie kann Pinkeln gerechter sein? Das war am besten Richter entscheiden. Anzeige ist raus. Abhängen im Park, herrlich. Bis man aufs Klo muss. Öffentliche Toiletten gibt's kaum. Und wenn es welche gibt, sind sie natürlich nur für Männer. Ist ja jetzt klar. Deswegen ist es hier so ungerecht, weil es nur öffentliche Klos für Männer gibt. Cafés, Restaurants auch nicht so richtig. Und wenn, muss man mindestens 50 Cent bezahlen. Ach du Scheiße. Das ist natürlich jetzt eine absolute Katastrophe, dass man für das Benutzen öffentlicher WCs tatsächlich was bezahlen muss. Das finde ich jetzt absolut katastrophal. Das muss sofort beendet werden. Ist ja nicht so, dass die reinigt werden müssen und so weiter. Ne? Und dass es da Menschen für gibt, die dafür zwar auch bezahlt werden, aber sich auch über ein bisschen Trinkgeld freuen. Ne? Aber 50 Cent ist schon echt wahnsinnig viel. Also bei der Inflationsrate, die wir heute haben, ist das wirklich absolut katastrophal. Das geht ja mal gar nicht, Alter. Also viel zu viel, da muss die Religion was machen, genau. Da muss die Politik eindeutig aktiv werden. Am besten ist, dass sich wieder irgendwelche Menschen auf die Straße kleben und sagen, wir möchten jetzt hier dafür kämpfen, dass Pinkeln wieder gerecht wird. Oh je. Wenn man seine Periode hat oder körperlich eingeschränkt ist, ist es noch komplizierter. Gut. Ich bin Mann, ich kann nicht menstruieren. Inwiefern jetzt öffentliche Toilette unfair gegenüber Frauen sind, die menstruieren, weiß ich nicht, aber da man ja sowieso in einem abgeriegelten Raum ist und eine Privatsphäre hat und mit Sicherheit auch Behälter und es mit Sicherheit auch Behälter gibt, wo man seine benutzte Ware entsorgen kann, also zumindest geht man davon aus, Ich treffe Sophie, sie engagiert. Und sie hat auch gerade eben erzählt, dass Leute, die auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt sind, auch davon betroffen sind, nicht wirklich fair behandelt zu werden. Aber es gibt genug WCs, die auch behindertengerecht sind. Also. Setzt sich für mehr Gerechtigkeit auf öffentlichen Toiletten. Welche Art von Gerechtigkeit oder welche Art der Ungerechtigkeit ist denn bitteschön auf öffentlichen Toiletten gegeben? Das möchte ich jetzt gerne mal erfahren. Was stört dich jetzt hier an diesem Ort? Mich stört, dass ich nicht einfach hier reingehen kann, wenn ich muss, auch wenn ich ganz dringend auf die Toilette muss.
Ja, die Notdurft verrichten kostet in der Öffentlichkeit nun mal Geld. Ich meine, 50 Cent hat ja nun wirklich jeder mal in der Tasche. Selbst die Sozialhilfe nicht bekommen. Und es ist ja nicht so, dass es die Toiletten jetzt erst seit gestern gibt. Man ist ja darüber im Bilde, dass die Geld kosten. Ne? Und wie gesagt, muss ja so eine Häuschen müssen auch gereinigt werden, müssen auch gewartet werden, weil da Elektronik drin ist. Ne? Aber anscheinend sind unsere Sozialschmarotzer damit absolut unzufrieden, dass man da Geld drin stecken muss. Alles muss für jeden frei zugänglich sein. Absolut alles. Brauche ich halt 50 Cent. Und die geht ja jetzt auch nur Kartenzahlung. Genau. Echt jetzt? Das ist mir neu. Nee, ernsthaft jetzt, das ist mir wirklich neu, dass man tatsächlich nur mit Karte zahlen kann. Gut. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man jetzt da kein Geld drin stecken kann. Wenn jetzt zum Beispiel ein Obdachloser kommt, der keine Geldkarte hat und mal unbedingt dahin muss, das ist dann schon doof, ja. Genau, das bedeutet, dass jeder Mensch ausgeschlossen ist, der keine Kreditkarte, Girokarte, Apple Payment oder dergleichen hat. Und das sind wirklich 2/3 aller Menschen, die das nicht haben. Deswegen finde ich diese Toilette da absolut ungerecht, muss ich echt zugeben. Das heißt, es ist noch exklusiver als vorher schon. Ein exklusives öffentliches Klo, Alter. VIP-Status, beim nächsten Mal bitte schön einen roten Teppich ausrollen. Ich als dazugehöriger Mensch des Patriarchats, weil darauf wird es garantiert hinauslaufen, möchte da natürlich geschlechtergerecht empfangen werden auf so einem öffentlichen Klo. Ja, das heißt, ich möchte da definitiv einen roten Teppich ausgerollt haben und am besten noch so Bodyguards mit schwarz-weißen Anzügen und Sonnenbrille, wenn ich auf diese Klo da möchte. Ist ja wohl logisch. Euer Verein setzt sich ja dafür ein, dass das stille Örtchen nicht mehr still bleibt. Warum ist das so wichtig? Der Aufschrei des stillen Örtchens ist ebenso wichtig, weil Pissen eine politische Sache ist. Weil Pissen ist ein... Das ist ja auch geil, Alter. Ich trau mich auch nicht auszusprechen. Pissen ist eine politische Sache. Pissen gegen Nazi. Pissen gegen Nazis, Alter, herrlich. Jeder, der pissen muss, ist Nazi, Alter. Pissen gegen Nazis, ey, ist das geil. Pissen ist politisch. Ich meine, mir ist schon klar, worauf das hier hinausläuft. Die Politik muss sich einfach um alles kümmern, damit auch die keinen Bock haben, irgendwie selbst Verantwortung zu übernehmen, sich irgendwie durchs Leben schmarotzen können. Wir haben hier also ein wunderbares Beispiel für Etatismus. Ja? Alles muss die Regierung machen. Also von mir aus kann sich die Politik auch für mich in die Hosen pissen. Habe ich nichts dagegen. Einfach alles. Ja? Alles, für alles muss die Politik sich einsetzen. Oh, es ist Pissen gegen Nazis, Alter, das gefällt mir. Pissen ist politisch, jawohl. Weil ich als... Wie sieht es eigentlich mit Kacken aus? Wenn wir schon mal dabei sind, was ist eigentlich mit Kacken? Ist Kacken auch politisch oder muss jetzt... Profi, jetzt kommt's, Leute. Sie hat gerade erzählt, dass Pissen politisch ist. Jetzt kommen jetzt andere Leute an und fühlen sich diskriminiert, weil Kacken nicht politisch erwähnt wurde. Alter, tippt hier wohl eine richtig schöne Streitereien hier, Alter. Ich warte nur darauf, dass ihr da kommt und sagt, ihr Kacken ist auch politisch, ich fühle mich diskriminiert, ey. Sitzpinklerin, so gesehen, 50 Cent zahlen muss und nicht gratis eine Toilette benutzen kann, obwohl das in der Menschenrechtsverordnung drinsteht. Du kannst tatsächlich auch im Stehen pissen. Geht natürlich auch. Es gibt auch sogar Männer, die sich da hinsetzen beim Pinkeln, gibt es natürlich auch, ne? Ins öffentliche Klo, muss ich sagen, kann man sich drüber streiten, was besser ist, um uns hinzusetzen oder im Stehen zu pinkeln. Keine Ahnung, ich tendiere bei öffentlichen Klos tatsächlich im Stehen zu pinkeln. Wer weiß, wie viele Leute da vorher drauf waren und wer weiß auch nicht, wie oft solche Häuschen da gereinigt werden. Aber zu Hause und anderswo sitze ich auch. Müsste ich mich jetzt quasi auch diskriminiert fühlen, wenn ich mich beim Pissen hinsetze und aber keine 50 Cent habe, um im Sitzen pissen zu können? Ja, ich kann mich draußen an einen Baum stellen, die Frauen eher nicht. Aber die würden doch nicht erzählen, dass sie, so wie sie aussieht, keine Geldkarte hat. Gut, machen wir weiter.
Sanitäre Grundversorgung sowie Wasser muss jedem Menschen gewährt werden. Das ist die Seite für alle. Ich würde jetzt gerne noch mal zu der anderen Seite gehen, wo die Menschen mit Penis hingehen können. Männer. Menschen mit Penis nennt man Männer. Ja, prachtvoll. Setz dich doch einfach auf diese komische Pinkel-Metall-Schatulle da. Ach. Wäre ich jetzt Sigmund Freud, ich würde tatsächlich so Wörter wie Penis-Night gebrauchen. Es ist ja gut, dass Pissoirs gratis angeboten werden. Muss man jetzt einfach mal. Das ist ein wirklich vorteilhaft von der Stadt. Alles, wofür wir uns jetzt letztlich einsetzen, ist nur, dass wir wollen, dass halt auch für den anderen Teil der Gesellschaft Sachen gratis angeboten werden. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Was wollt ihr noch alles gratis für einen Scheiß haben? Ey, ihr wollt schon Binden und Tampons preiswerter haben, am besten kostenlos haben. Jetzt wollt ihr noch umsonst pissen. Ja, ey, sag mal, wollt ihr mich alle komplett verarschen? Wer soll denn alles bezahlen, verfickt nochmal, Alter? Ohne Scheiß, ey, nur noch alles umsonst, Alter. Ihr Scheißschmarotzer, ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich hab hier jetzt noch so eine... Erstmal ohne Scheiß, ich muss als Kerl wissen, ich weiß irgendwas, wofür ich als Kerl alles für einen Scheiß bezahlen muss, ja? Warum kann ich zum Beispiel nicht Rasurprodukte kostenlos bekommen? Oder meinetwegen auch mein Auto, weil ich auch mein Auto fahren muss zur Arbeit, ja? Oh. Ey, das ist doch... Urinella am Start? Was denkst du dazu? Also an sich... Trichter, mit dem auch Frauen im Stehen pinkeln können. Das hätte dastehen müssen. Eine originelle Idee, aber wir brauchen nicht wirklich einen Penisersatz. Weil wir möchten weiter rumopfern. Und auf die Toilette zu gehen. Mhm. Weil die gesunde Haltung der Frau ist neben die Hockposition. Und erst damit kann die Blase auch entleert werden. Also dieses Stehen ist auch anatomisch gar nicht richtig so. Weil die Blase dann bloß halb voll leer gepinkelt werden kann. Also wenn die voll ist und man die pinkelt, bleibt die restliche Hälfte an der Blase drin. Das wissen wir ja alle, haben wir im Biologieunterricht in der ersten Klasse. Für Frauen. Wie sieht's denn deutschlandweit beim Thema gerechtes Pinkeln aus? Also Deutschland... Jetzt geht's los. Ich erwarte jetzt ein Maximum an Top-Rum-Opfer-Overload hier, aber sowas von. Deutschlandweit ist gerechtes Pinkeln ein allgemeines Problem. Die meisten Toiletten kosten Geld. Woran könnte das wohl liegen, dass Leute in der Öffentlichkeit, die in ein öffentliches Klo gehen wollen, dafür bezahlen müssen? Könnte das vielleicht daran liegen, dass sie auch mal Klofrauen oder Klomänner, je nachdem, wer da gerade arbeitet, aufgrund ihres Berufes sich auch darüber freuen, ein bisschen cleaner zu kriegen? Ich meine, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der tatsächlich in dieser Branche gearbeitet hat, der war in einer Firma, der musste sich halt Trinkgeld bei der Chefetage abgeben, ja? Muss man sich mal vorstellen, der stand da 8-9 Stunden rum, macht die Scheiße und die Pisse anderer Leute weg und muss doch noch der Trinkgeld an den Chef abgeben. Alter, was soll die Kacke, Alter? Ehrlich, das geht nicht. In vielen Städten gibt es auch keine Gratis-Pissoirs, sprich, für jeden Menschen muss, also jeder Mensch muss zahlen. Ja, du willst auch für irgendwas bezahlt werden. Ich wüsste noch nicht, wofür du bezahlt werden könntest. Das ist ja auch wieder frauenverachtend. Ich rede hier von Hausarbeit. Ja. Genau, und es bedeutet deutschlandweit, dass dieses Menschenrecht auf sanitäre Grundversorgung einfach durchgesetzt werden muss. Die Politik muss wieder sich stark machen. Bitte, liebe Sitzpisser oder liebe Frauen und alle anderen, die eine Vulva haben, klebt euch bitte an der Straße fest für gendergerechtes Pissen, damit alle die öffentlichen Klos umsonst benutzen müssen, sollen, können, dürfen. Die Politik muss da jetzt echt was machen. Deutschlandweit, jede Toilette muss für jeden Menschen gratis angeboten werden. Und wie macht ihr das, wenn ihr auf eine öffentliche Toilette müsst? Ich gehe, wenn überhaupt, erstmal zu Hause kacken. Aber kacken ist ja nicht das Thema hier, hier geht es ja ums Pissen. Wir hatten ja schon am Anfang die Frage, oder ich hatte schon am Anfang die Frage gestellt, mit der Hygiene. Ja gut, bei öffentlichen Toiletten muss man so fair sein und sagen, dass mit der Hygiene da für jemanden, der nicht weiß, wie es da abläuft, erstmal fragwürdig ist. Und dass man dann vielleicht, wenn man tatsächlich mal kacken muss, sich da auch diese Klopapierzeugs da um eine Brille rumlegt. Gut, kann ich nachvollziehen. Letzten Endes ist aber trotzdem, ist es leider nötig, dass man da auch mal ein bisschen was dafür bezahlen muss. Und wenn es bloß scheiß 50 Cent sind. Hauptsache, ja, ich weiß, der böse Kapitalismus. Ja, ich weiß. Ich weiß, der absolut böse Kapitalismus. Ja. Schreibt's in die Kommentare. So, und jetzt raus mit euch. Ich bitte darum.
Was sagt die Politik dazu, dass es für Frauen schwierig ist, kostenlos zu pinkeln? Für Frauen kostenlos ist, schwierig ist, kostenlos zu pinkeln. Das heißt also, Frauen dürfen weiterhin kostenlos pissen oder sollen weiterhin kostenlos pissen, aber die Männer sollen dafür bezahlen. Und das ist jetzt aber sexistisch den Frauen gegenüber. Habt ihr das richtig verstanden? Ich habe nachgehakt bei der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt. Auf die Frage, ob es in Berlin ausreichend öffentliche Toiletten gäbe, hat man uns geantwortet, nein, allerdings sind es mehr Toiletten als je zuvor. In den letzten 4 Jahren ist die Zahl der öffentlichen Toiletten immerhin gestiegen von 288 auf 433 Toiletten. Dazu möchte ich jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Bei meiner Arbeit vor einigen Wochen muss ich am Tag vorher irgendwas falsch gefuttert haben. Jedenfalls hatte ich einen ordentlichen Durchmarsch, der sich allerdings tatsächlich erst während der Arbeit bis ich bemerkbar gemacht hat. Das heißt also, ich musste dringend kacken. Und jetzt war ich im Bezirk Schöneberg unterwegs. Und ich hätte diesen Tag verfluchen können, weil betreff öffentliche Toiletten. Ich musste wirklich unglaublich, ne, so. Und dann sehe ich ein Dixi-Klo, weil da eine Baustelle war, war das Ding erstmal abgeschlossen. Das ist halt nur für die Bauarbeiter. Hätte man aber auch tatsächlich, wenn es offen wäre, auch kostenlos pinkeln können. Ruf setzen, laufen lassen, fertig. Gut, Dixi-Klos haben jetzt wahrscheinlich auch nicht so den besten Ruf, weil es halt moderne Plumpsklos sind, aber früher haben die Leute direkt vom Fenster auf die Straße geschissen. Also von daher sind Dixi-Klos doch schon eine gute Weiterentwicklung. Ja? So, ich weiter, nächste Dixi-Klo auch wieder zu. Bin ich rangekommen. Dann wieder ein Dixi-Klo zu. Das wurde immer schlimmer. Ich sage, Alter, hilfst du nicht. So. Dann bin ich zu so einem komischen Motel geflitzt, habe gefragt, ob ich da mal auf die Toilette darf, weil ich es nicht mehr aushalte. Hieß es plötzlich, ja, das ist verstopft oder irgendwo in der Richtung, das ist kaputt, ich kann es nicht benutzen. Ich sage, Alter, gibt's doch nicht. Ich durch die Straße gebrüllt, Alter, ich kann nicht mal sagen, scheiße, ich gehe auf die Straße, Alter, ohne Witz. So, dann habe ich jemanden gefragt, der meinte zu mir, pass auf, da hinten ist ein Klo für die Öffentlichkeit, kannst du rufieren. Ich also hin und wunderbar, die Toilette war offen, ich mich gefreut, super, und es war kein Klopapier drin. Oh, Alter, ich sage, das gibt's doch nicht, ey. Gut. Ich dann irgendwie durch die Gegend gerannt, hab den Fahrer mit dem unterwegs gefragt, hier, wo kann ich jetzt noch hin? Ich komme hier nicht auf Klo, Alter, ich halte das nicht mehr aus, das ist gleich eine echte Katastrophe. Ja, meinte er, da vorne ist ein Hotel, da fragt er mal nach beim Pförtner. Ich also zum Pförtner, meinte zu ihm, wo ist, kann ich mal ein Toilette benutzen? Nee, sagt er, hier ist auch keiner. Ich sage, Alter, hier muss doch irgendwo ein beschissenes Klo sein, Alter. Sag, ich drehe gleich durch. Sagt er zu mir, wenn du hier außen rumrennst, da ist so ein komisches Hotel und da kannst du dann hingehen. War ich da rum hier rein, hab das dann auch nach 1-2 Minuten gefunden. An der Rezeption nachgefragt, ob ich da irgendwo mal auf Klo gehen kann. Und sie sagt, ja, davon ist es. Ich aufs Klo, ich hab's endlich geschafft. Über eine halbe Stunde hab ich in Schöneberg wirklich versucht, ein scheiß Klo zum Kacken zu finden, weil ich einen ordentlichen Durchfall hatte. Zumindest einmal ich hab diesen Tag. Also ich muss irgendwann falsch essen haben, dann war es nicht so, dass ich hier ständig den ganzen Tag über aufs Klo musste. Nee, also, nachdem ich mich entleert hatte, war es auch wieder vorbei. Aber ich hab wirklich, ohne Scheiß, ich bin durch die Gegend gerannt, ich hab hier brüllt vor Wut, ich scheiße schnell die scheiß Kackstraße zu hier, in diesem Drecksbezirk, ja. Also, das war echt die Hölle auf Erden. Das war so Thema öffentliche Toiletten und hier, dass die gestiegen sind. Die Frage ist bloß, ob man da auch ruf kann, ne? Das war eine andere Frage. Oder ob auch ausreichend Zeugs da ist, wie Klopapier und so weiter, ne? Darüber kann man vielleicht mal streiten. Toiletten bei 3,6 Millionen EinwohnerInnen. Auf die Frage, was die Senatsverwaltung denn tut, um die Berliner Toiletten geschlechtergerechter zu gestalten. Immer nur noch Geschlechter, immer nur noch Sex, 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 Sex. Die Menschen haben kein anderes Thema mehr. Alles dreht sich nur noch irgendwie um die Sexualität. Ich meine jetzt nicht die Fickerei damit, sondern Sexualität ist ja auch die Geschlechter. Nur noch Sex, 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 Sex. Alles ist nur noch irgendwie sexistisch. Es ist zum Kotzen, Alter. Kam die Antwort, es werden in einem neuen Ausbauprojekt 24 autarke, gendergerechte und kostenlose Toiletten getestet, bei denen neben Sitzplatztoiletten auch teils Urinale für alle Geschlechter eingebaut sind. Und dann jemand rinnt da als Mann, während gerade eine Frau ruffelt und dann nimmt er voller Streitereien. Ja, ich hab kein Safe Space, jetzt dürfen die auch Männer rein, bla bla bla. Egal wie du es drehst und wendest, es muss immer rumgeopfert werden. Deutschland ist für mich inzwischen weltweit auf Platz 1 die Rumopfernation schlechthin. Ist einfach so. Das Projekt soll nächstes Jahr starten. Es gibt aber noch andere Lösungsansätze, um für alle eine kostenlose und saubere Toilette möglich zu machen. Bei dem Konzept Nette Toilette gibt es einen Zuschuss von der Stadt für Cafés und Restaurants für Instandhaltung und Reinigungskosten.
Ey, und der klingt ja fast wie so ein Frauenname aus der Austin Powers Filme. Ich bin Annette Toilette. Damit dann alle kostenlos aufs Klo gehen können. Und in ja, und wer bezahlt die Wartung und die Reinigung? Ne, die Leute wollen ja auch Geld verdienen. Wer bezahlt den letzten Endes? Da muss wahrscheinlich wohl irgendjemand dastehen, der weitaus unterbezahlt wird, weil Scheiß von anderen Leuten wegmachen ist ja eine verantwortungslose Aufgabe. Weil, okay, bitte, ich bin dafür, macht die Toiletten kostenlos, aber dann müsst ihr euren Scheiß selber sauber machen. Ja, so einfach ist das. In Aalen in Baden-Württemberg hat das so gut geklappt, dass nach einer kurzen Anlaufphase alle öffentlichen Toiletten geschlossen werden konnten. Wo würdest du hier auf Toilette gehen? Ab in eine Büsche laufen lassen, Ende. Auf jeden Fall nicht in diese Brennnesseln rein. Das Problem hier ist, es gibt tatsächlich gar keine Toiletten. Es gibt auch kein Buschwerk, wo man hingehen könnte. Denn oh, echt nicht? Da ist da ein Busch. Guck mal da, da am Zaun. Einfach hinhocken und los jetzt. Gut, bist du ein bisschen in der Öffentlichkeit. Wirst dir sehen, der eine oder andere Typ, der wirklich ein bisschen krank im Schädel ist, wird dann plötzlich seine Hose öffnen und sich dann anderweitig vergnügen, wenn er das sieht. Aber gut, okay, ich merke schon, ich muss das Ganze irgendwie mit Humor verarbeiten, weil so ein Schwachsinn ist, hier über kostenlose Toiletten zu reden. Wie gesagt, es geht eigentlich grundlegend darum, das haben wir vor ein paar Minuten schon gehört, dass Frauen kostenlos pissen gehen dürfen. Na, Männer nicht, warum auch? Die können ruhig bezahlen dafür. Ist ein Bolzplatz für Fußballspieler und Spielerinnen, es ist ein Basketballplatz vorhanden, da ist ein Spielplatz, hier sind unglaublich viele Tischtennisplatten, einfach ein Freizeitplatz. Dann kackt man halt auf die Tischtennisplatten. Irgendeiner wird schon sauber machen. Für Menschen allen Alters, aber keine einzige Toilette. Selbst wenn jetzt hier ein Busch am Start wäre, ist es ja trotzdem nicht. Dann sieht es so aus, als ob das hier in der Nähe von der Frankfurter Allee wäre, wo sie sich gerade bewegen. Das kommt mir ganz stark bekannt vor, die Ecke da. Angenehm. Nee, absolut nicht. Zumal jetzt Sitzpinklerinnen natürlich in einer komplett vulnerablen Position sind. Vulnerabel. Das sind wieder diese Wortklaubereien, um irgendwie intelligent zu wirken, ey. Das ist genauso eine Wortverschachtelung wie strukturell und so eine Kacke. Ich kann es alles nicht mehr hören. Vulnerabel, strukturell. Hauptsache mit irgendwelchen Wörtern rumschmeißen, um intelligent zu wirken. Also sowas tangiert mich äußerst peripher eigentlich. Und ich hab's gerade den Witz versaut. Ach, feierst du, Leute. Sind als jetzt Stehpinkler. Wir klar, Arsch hängt raus. Exakt, Arsch hängt raus, schaut links, rechts irgendwo dann raus. Wenn irgendwas passieren sollte, ist man nicht in der Lage, einfach gleich wegzurennen, sondern muss die Hose immer wieder hochziehen. Dazu kommt, wer beim Pinkeln in der Öffentlichkeit erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Wie viel man blechen muss, legen die Gemeinden fest. Zwischen 30 und 5.000 Euro können erhoben werden. Mann, es sind doch bloß scheiß fucking 50 Cent. Und nicht jede Toilette, wie gerade eben im Beispiel, muss dafür auserlegt sein, dass man da jetzt nur mit Karte zahlen kann. Und, das sind nur 50 Cent, das ist nix. Es ist ein Wunder, dass bei der Inflationsrate das Pinkeln ohne auch noch teurer wird in öffentlichen Toiletten. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann heißt, okay, die Wartungskosten sind gestiegen, die Energiekosten sind gestiegen, weil die brauchen ja auch Strom. Wir müssen jetzt auch die Preise hier an den Verbraucher quasi weitergeben. Und da müsste man eigentlich die Toiletten ja auch teurer machen. 1-2 Euro oder so. Sich darüber aufzuregen, könnte ich vielleicht noch verstehen. Aber doch nicht wegen scheiß verfickten 50 Cent, während wir mit in der Inflation sind, Alter. Also ehrlich, das ist doch... Ey. Falls das Pinkeln auch noch als Erregung öffentlichen Ärgernisses gewertet wird, dann droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Gut, dann bitte, Leute, passt mal auf, ich habe da gerade eine wunderbare Idee. Pinkelt meinetwegen aus exhibitionistischen Gründen mitten auf die Straße, dann dürft ihr in den Knast und ich verspreche euch, da dürft ihr postenlos pissen gehen, Alter. Was fordert ihr von der Politik? Wir fordern, dass alle Toiletten für alle Menschen frei zugänglich sind. Nein! Es sei denn, ihr macht euren Dreck alleine weg. Und das wird garantiert nicht passieren, bin ich mir absolut sicher. Solange wie andere Menschen den Dreck anderer Menschen wegmachen müssen, möchte ich auch, dass die Toiletten bezahlt bleiben. Ist einfach so. Ja, dann soll der Mensch seine Scheiße auch vom Klo selber sauber wischen und selber Verantwortung übernehmen. Aber das wäre wieder zu viel verlangt. Ja? Dass sie dort vorzufinden sind, wo man sie auch braucht, sprich in Parks, an Spielplätzen, an Bolzplätzen, dass Toiletten hygienisch sind für jeden Menschen, sprich... Ja, dann sorgt ihr völlig selbst dafür, wenn ihr Kinder bezahlen soll. Einfach ist das. Dann putzt das selber... Ich sag's wieder, dann putzt euren Scheiß selber weg.
dass es dann auch Frauenurinale gibt, überall da, wo es Männerurinale auch gibt und dass sie vor allem auch... Ich möchte, also wenn ich das richtig verstanden habe, denke ich mal, möchte ich nicht im Urinal stehen und pinkeln, während neben mir eine Frau da drüber hockt und da pinkelt. Das will ich garantiert nicht. Sicher sind, also wenn ich nachts eine Toilette aufsuche, dass da Licht ist. 2017 haben Frauen in Amsterdam demonstriert, weil eine 23-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie nachts auf der Straße gepinkelt hat. Hm. War das Klo kaputt? War keins in der Nähe? Warum ist er nicht schon vorher irgendwo hingegangen, als er noch die Möglichkeit dazu hatte? Gut, da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum man sich jetzt aus irgendwelchen Gründen erleichtern muss. Wenn es wirklich absolut nicht mehr geht, also wenn du wirklich das Gefühl hast, du pinkst dir wirklich gleich in die Hose, wenn es wirklich richtig kritisch ist. Ja gut, da muss ich sagen, haben es die Frauen doch schon schwerer. Ja, keine Frage, als Männer. Männer stellen sich am Baum, lassen laufen, fertig. Da sehe ich natürlich ein, dass das bei Frauen schwerer ist, ne? Aber dann sollen sie halt die 50 Cent bezahlen, dann sollen sie aufs saubere Klo gehen. Gut, jetzt könnte, ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, dass die Leute selber sauber machen müssen. Es gibt natürlich trotzdem viele dreckige Toiletten, die nicht gereinigt werden. Gut, da muss man sich aber an den Betreiber wenden und nicht an die Politik. Da muss man halt den Betreiber darauf aufmerksam machen, dass er zu reinigen hat. Ganz einfach. Ob man das macht, ist eine andere Geschichte. Wenn es nicht passiert, dann muss man sich natürlich, oder sollte man sich natürlich andere Wege und Mittel suchen, um das sauber zu kriegen. Ne? Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass alle öffentlichen Klos sauber sind. Das ist natürlich Quatsch. Ihr wisst, was ich meine, Autobahnraststätten, die Toiletten da sind wirklich eine absolute Katastrophe. Die viele zumindest, ob die meisten sind, weiß ich nicht, aber viele halt. Aber trotzdem, mir geht's einfach grundlegend den Strich, wie es am Anfang hieß, dass Frauen kostenlos pinkeln dürfen. Das war so die Kernaussage, ne? Das war, ich glaube, darum geht's eigentlich, dass Frauen kostenlos pinkeln dürfen. Und wie gesagt, in meinen Augen ist das hochgradig sexistisch gegenüber den Männern, weil Männer quasi, das ist zumindest meine Konklusion daraus, dass sie dafür bezahlen sollen. So kam das wirklich gerade rüber. Vielleicht haben sie das nicht so gemeint. Kann ja sein, vielleicht verstehe ich gerade falsch. Kann ja sein, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier alles richtig kapiere. Aber grundlegend geht mir einfach diese ganze beschissene, alles muss kostenlos sein Mentalität auf den Sack. Weil alles kostet auch irgendwie Geld. Und irgendwie muss ja was repariert werden, was gewartet werden, was sauber gemacht werden. Das sind Leute, die dafür arbeiten, die wollen auch bezahlt werden für ihre Arbeit. Ja, das heißt, irgendwie muss da das Geld im Kreislauf bleiben. Wie stellen Sie sich jetzt vor, dass man möglichst alles kostenlos kriegt? Das funktioniert halt nun mal nicht. Ja, und da kann auch die Politik nichts machen, ja. Wie könnte ich in einer Gesellschaft leben, in der wir einfach alles kostenlos bekriegen können? Das funktioniert nicht. Das Gericht hat dann so argumentiert, dass sie ja die öffentlichen Urinale hätte benutzen können. Dass das nicht so einfach ist, demonstrieren Frauen auf Instagram. Es gibt... Was ist denn daran so schwierig? Ich meine, irgendwo wird da bestimmt ein Klo rum sein oder so. Was weiß ich? Man geht doch nicht blind durch die Gegend, weil man pinkeln muss. Man merkt doch schon vorher, okay, ich müsste jetzt mal langsam auf Klo, ist hier vielleicht irgendwo was. Und dann schaut man sich ein bisschen um. Ne? Und garantiert wird man dann irgendwo was finden. Ich meine, als ich gerade eben erzählt habe mit meiner Dings, ich meine, ich habe ja doch haufenweise Klos, öffentliche Klos gefunden, weil da waren die zu oder Klopapier oder so, aber es waren genug da. Ne? Also... Gibt da auch in Deutschland aktivistische Accounts zu? Oh, ey, Menschen sind so ekelhaft scheiße, Alter, ehrlich. Wo Menschen mit Vulven beim Pinkeln auf der Straße gezeigt werden. Die Accounts setzen sich für gendergerechtes Pinkeln ein. Ein Begriff, den man in Bezug auf gerechtes Pinkeln im... In Bezug, sagt sie im Zug. Entschuldigung. ...mal wieder hört, ist Hockurinal. Ich möchte rausfinden, was das genau ist. Dafür fahre ich auf das Moin Moin Festival in der Nähe von Bremen, um Lena zu treffen. Sie ist die Gründerin von Missoir, einem Urinal, das auch Menschen mit Vulven nutzen können. Frauen. Sag doch bitte einfach Frauen. Männer haben keine Vulva. Es ist einfach so. Männer haben Penisse, Frauen haben Vulven. Frauen. So, ich hab getankt. Blase ist auf Anschlag. Let's go. Hallo. Hallo. Ich bin Charlene. Hallo, schön, dass du da bist. Na, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Pipi Lotta. Passt ja. So, durch den Glitzervorhang. Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier drei Hockurinale, so wie es bei den Pissoirs für die Stehpinkler an der Wand wäre. Gut, ich muss sagen, die Idee finde ich jetzt halt immer so schlecht. Weil ich jetzt am Anfang irgendwas gegen diese komischen Hockurinale sagte. Ich fand es halt nur eklig, dass die jetzt zeigt haben, wie die da drüber hocken. Den hätte man wirklich sich sparen können.
meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht unbedingt so geil drauf, andere Leute beim Toilettengang zu beobachten. Das finde ich einfach widerlich. Aber so, ja, mal jetzt von der Idee her, ist jetzt nicht schlecht. Ne? Man ist abgeschirmt, die können sich da hinhocken, können sich dann reinigen, es sieht sauber aus. Ne? Gut, ob man das jetzt unbedingt kostenlos anbieten möchte, muss der Betreiber selber entscheiden. Ich würde trotzdem für die Reinigung und die Wartung und alles trotzdem ein kleines Entgelt verlangen. Ne? Weil, wie gesagt, wer möchte schon kostenlos arbeiten, aber naja, das Thema lassen wir es mal lieber sein. Es ist hier bei uns in den Boden. Wollen wir mal Probe pullern? Ich bin ja offen fürs Experiment. Bitte, bitte, liebes Kamerateam, verlasst diese Hütte. Geht raus, ich möchte diese Frauen jetzt nicht pinkeln sehen. Echt nicht. Du hast es ja ganz bewusst so kommuniziert, okay, so dass es nebeneinander genau, ist. Genau, ja. Warum? Man könnte ja das auch in Kabinen machen. Ich denke mal immer so, warum können Stehpinkler zusammen pinkeln? Das ist völlig schamfrei, das sollten wir eben auch können. Na gut, aber genau. Gut, ich gehe mal davon aus, dass diese Toiletten für Männer und Frauen sind. Also, dass sie da halt, das haben sie ja wohl auch gesagt, dass sie da nicht können. Weil die Idee an sich ist nicht schlecht, aber ich persönlich würde ein Pinkelbecken bevorzugen, ohne eine Frau neben mir. Ja, ich habe, was da irgendwann andere Männer neben mir auf, da stehen, ne? Ich kann das nicht ab. Zum Pissen verpiss ich mich gerne mal in die Kabine, um da wirklich ungestört zu sein. Ja, das ist halt so meine Art. Genau. Abgefahren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es so ein krasses Ding für mich sein würde, mich dahin zu hocken mit irgendwie mehreren Frauen, aber ich habe festgestellt, es war easy und es ging so schnell. Ja, wie schon erwähnt, Männerklo sind Uli anders, da stehen auch viele Männer in dem Pinkelbecken. Man sieht richtig, wie sie sich nicht trauen, auf die Penisse aller Männer zu glotzen, obwohl der Instinkt wahrscheinlich da ist. Könnte ja der größte sein als meiner oder so, ne? Ist mal lustig anzusehen, wenn sie stur gerade ausschauen und diesen Instinkt unterdrücken. Ja, aber naja. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Am Missoir ist gut was los. Wie finden die FestivalbesucherInnen das Hock-Urinal? Wie war's? Toll, ey, sehr gut. Ich bin Fan. Ja. Also wäre das so an öffentlichen Plätzen, wäre das auf jeden Fall geil, anstatt immer in Wald zu gehen und sich die ganzen Fußgelenke da voll zu pinkeln. Und ich hab's gerade zum allerersten Mal benutzt. Und wie war das? Ja, ich fand's richtig cool. Ja, ist voll geil, ne? Also voll dieses freie Pinkeln für alle. Ist voll super, ey, ne? Also ist eine total geile Idee, ne? Also muss auf jeden Fall so weitergemacht werden, ne? Also voll easy, Alter. Mal, dass man irgendwie ordentlich pinkeln konnte am Festival. Im Vergleich zur Dixie-Toilette perfekt, weil es riecht nicht so doll. Es ist halt einfach eine viel angenehmere Position auch. Also ich... Und man berührt nicht so viel. Ja, wie gesagt, die Idee ist nicht schlecht, ne? Aber trotzdem würde ich auch da verlangen, da vielleicht ein bisschen Entgelt dazulassen. Ne? Meinetwegen auch freiwillig. Ne? Das ist ja auch so oder so, man kann ja auch freiwillig zahlen. Ne? Aber wie gesagt, bei so öffentlichen Toilettenhäuschen, bei denen man echt nicht weiß, wer die für Reinigung zuständig ist, würde ich auf jeden Fall Zutrittsgeld verlangen. Ist doch ganz klar. Aber dann erwarte ich allerdings auch, dass es wirklich gereinigt wird. Warum hast du überhaupt Missoir gestartet? Die Idee zu Missoir, das war wirklich eine klassische Schnapsidee in der Warteschlange einer Clubtoilette, logischerweise, wo ich mal wieder wegen ein paar Sekunden Pullern ewig lang in der Schlange stand. Und da dachte ich mir so, sowas Einfaches wie das Missoir halt auch für die andere Hälfte der Bevölkerung, die dazu keinen Zugang haben. Warum ist dir das wichtig, Menschen, sag ich mal, eine Möglichkeit zu geben, auch so einen Schutzraum zu haben? Bei uns ist das Pinkeln halt immer so eine riesen Challenge. Sobald die Blase drückt, musst du halt erstmal ein Klo finden, dann hast du eine Warteschlange zu überwinden und man kommt dann an ein Klo an, wo man sich ja eh nicht draufsetzt. Das heißt, jede Frau hat irgendwie eine Methode entwickelt, um Berührungen mit der Kloschüssel zu vermeiden und das alles kostet nicht nur Zeit, Nerven und im schlimmsten Fall ist es auch noch eklig. Ja, mit der Ekelhaftigkeit fehlen auf die Toiletten, dem stimme ich definitiv zu. Ja, also wie gesagt, nicht alle öffentlichen Klos werden gereinigt, aber dann sollte man da auch die Dinger komplett dicht machen und kein Geld dafür verlangen. Das ist wirklich tatsächlich unzumutbar für Menschen, das gebe ich ehrlich zu. Ne? Also sofern muss ich ja nun mal schon mal sein. Aber diese, ich sag's gleich mal im Fazit dazu. Bitte helft dieser Dame, sie scheint einen epileptischen Anfall zu haben. Doktor, Onkel, Doktor, bitte sofort Hilfe anfordern. Mich hat bei dieser Recherche interessiert, wie Pinkeln gerechter werden kann. Mein Eindruck, es ist ein echt emotionales, für viele auch noch ein schambehaftetes Thema. Pinkeln und Kacken gehen,
und dabei gestört werden, sollte eigentlich immer ein schambehaftetes Gefühl sein, weil man beim Pinkeln und beim Kacken ungestört ist. Leider nicht, nicht ungeschützt ist. Das ist richtig, man ist nicht ungeschützt. Man ist angreifbar. Wir haben also quasi so eine Art Instinkt in uns drinne, der uns sagt, okay, wir sind jetzt ungeschützt, wir sind angreifbar. Und deswegen haben wir so komisches Gefühl, wenn andere Leute uns dabei zusehen oder also normalerweise sollte das so sein, weil das könnte die Gefahr sein. Und dann ist man plötzlich so, oh, ich will ungeschützt mein Geschäft verrichten. Ne? Das ist in meinen Augen dieses Schamgefühl. Ich hoffe, ich konnte euch das gerade so ein bisschen erklären. Es sollte einfach so sein. Das ist eine Urangst. Ja? Wie gesagt, wenn du pinkeln bist oder kacken, bist du ungeschützt. Du kannst, wie sie vorhin schon gesagt haben, du hast ja schon treffend gesagt, ne? Du kannst, zumindest als Frau, wenn du die Hose runterlässt, kannst du dich sofort losrennen, erst Hosen hochziehen. Ne? Daher ist man durch dieses Schamgefühl auch in so einer Art Aufpassmodus. Ist irgendwo eine Gefahr. Ich scheiße, ich bin nicht alleine. Ne? Das ist halt dieses Urinstinkt, dieses Urinstinktgefühl dabei. Ne? Wie gesagt, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich denke jetzt anders darüber nach, wenn ich auf die Toilette muss und dafür im Gegensatz zu Stehpinklern bezahlen soll. Impulse um die Situation. Auch Stehpinkler müssen für öffentliche Toiletten bezahlen. Es sei denn, die Männer stellen sich an Bäume rin und lassen da laufen. An Bäume ran und lassen da laufen. Nicht rin, sondern ran. Ja? Aber trotzdem, was soll denn das? Natürlich, die öffentlichen Klos müssen von jedem bezahlt werden, wenn es da dran steht. Das ist doch nicht nur für nicht nur gegen Frauen oder so. Was soll denn das schon wieder? Hat die doch echt gesagt, Moment, ich geh mal zurück. Und dafür im Gegensatz zu Stehpinklern bezahlen soll. Ja, ja, die armen Frauen, die ständigen Opfer. Impulse, um die Situation zu verbessern, gibt es. Ich glaube trotzdem, dass noch viel zu tun ist, bis kostenloses und gerechtes Pinkeln für alle möglich ist. Ja, ich bin auch absolut dagegen für ungerechte Pinkeln. Wie viele Gerichtsurteile wurden schon gesprochen, weil irgendjemand ungerecht gepinkelt hat? Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist ja eine absolute Lachnummer, ehrlich. Ne? Auf eine Art, wie gesagt, kann ich es verstehen, dass Leute so ein bisschen öffentliche Toiletten meiden. Viele sind nicht, werden nicht gereinigt, werden nicht sauber gemacht. Ne? Andere wiederum werden gereinigt, da muss man ein bisschen Geld dafür bezahlen, weil die auch instandgehalten werden müssen. Das kostet ja alles Geld. Irgendjemand, der das macht, muss dafür auch bezahlt werden. Das heißt, der Betreiber möchte durch das auch ein bisschen Gewinn haben. Aber wir wissen ja, für viele Leute in unserer Gesellschaft ist finanzieller Gewinn ganz, ganz böser Kapitalismus. Der hat schließlich für sein Geld, was er da verdient und wo er Gewinn draus zieht, muss er natürlich kostenlos an alle verteilen. Das ist eine Sache, die ich echt tierisch zum Kotzen finde. Das ist einfach so. Ja? Es ist einfach zum Kotzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so nahezu alles kostenlos sein muss. Ja? Aber keiner sich fragt, wo eigentlich die Kosten dafür herkommen, damit man es kostenlos nutzen kann. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Und öffentliche Klos sind im Normalfall nur mal zu bezahlen, wenn sie auch wirklich regelmäßig gereinigt werden. Da gibt es ja keine Diskussion, ja. Und das ist auch völlig egal, ob Männer oder Frauen da auf Klo gehen. Die müssen halt Bede zahlen. Bede ist schlechter. Und kommt jetzt nicht mit euren Genderkack hier an. Da könnt ihr mir im Arsch lecken mit. Da wollt ihr mich nicht ein. Ja? Könnt ihr vergessen. Ja, also. Nee. Also. Es ist. Wo mich wirklich hier am meisten aufrege, jetzt als letzten Satz, ist diese alles muss kostenlos für jeden Mentalität sein. Das ist einfach zum Kotzen, das ist, um es mal im Narrativ dieser Sendung hier zu sagen, es ist einfach scheiße, ja. Das zählt nicht ein. Ich weiß, es ist ärgerlich, ne, aber es ist nun mal so, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen irgendein Menschen gibt, der Dienstleistung anbietet, dass er dafür nicht irgendwie einen kleinen Gewinn haben möchte. Ja, also, es funktioniert schlichtweg einfach nicht. Ja. So, das war's. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab mich aufgeregt, ich hab was zum Lachen gehabt. Mir reicht es. Ich bedanke mich fürs Zusehen und könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf die Kommentare. Und wie immer noch die wichtigsten letzten Worte zuerst. Die wichtigsten letzten Worte zuerst. Oh, Christian, Alter, was hättest du in Bett gehst, Alter, oder so. Das Wichtigste am Schluss: es gibt nur zwei Geschlechter.